Am Donnerstag stießen in der Bayerstraße in der Nähe der Schwanthaler Höhe zwei Trambahnen zusammen. Wie so etwas überhaupt möglich ist, wird derzeit noch ermittelt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war damit beschäftigt, die Strecke möglichst schnell wieder für den anstehenden Berufsverkehr freizugeben. Hierfür musste nicht nur ein Kran der Feuerwehr ziehen, auch die Mannschaft packte ordentlich mit an. Da es sich bei dem Unfall um Rangierarbeiten handelte, gab es glücklicherweise keine Verletzten. Auch die Lokführer kamen mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden dürfte allerdings immens sein.